Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von CJ an. Dieser hat über das Taskwunder geschrieben, welches er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Taskwunder.com, die Outsourcing-Plattform im Test. Beim Outsourcing werden Aufgabenbereiche oder einzelne Aufgaben, die ein Unternehmen hat, an ein fremdes Unternehmen abgegeben, welches sich darauf spezialisiert hat. In der Regel möchte man damit Kosten und Zeitaufwand verringern. Da man bei Taskwunder.com nur einzelne Aufgaben erledigen lässt, würde man hier eher vom Outtasking sprechen. Typische Aufgaben dafür sind Datenverarbeitung, Webdesign und Übersetzung sowie noch viele weitere. Wer und was ist Taskwunder? Gegründet wurde Taskwunder von Jakob Hager, der sich schon während seines Studiums mit dem Entwickeln von Freelance-Software beschäftigt hat. Er erkannte das Potenzial rechtzeitig und rief Taskwunder ins Leben. Zuvor hatte er schon ein Unternehmen, welches virtuelle Assistenz angeboten hat, zum Erledigen von Sekretariatsaufgaben. Mit Taskwunder hat er das Konzept übernommen, aber noch einen wichtigen und großen Bereich hinzugefügt, das Online-Marketing. Man kann beim Taskwunder eben nicht nur Text übersetzen lassen oder Recherchearbeiten durchführen lassen, man kann auch dort seine Marketingstrategie entwickeln und umsetzen lassen. Bei Taskwunder arbeiten viele Freelancer, also freie Mitarbeiter, die sich auf einem Gebiet besonders gut auskennen. Der Kunde kann aus verschiedenen Experten wählen, wer seine Aufgabe umsetzen soll. Unter den Freelancern sind Werbeexperten, Texter, Grafikdesigner, Übersetzer, Programmierer und Entwickler. Der Ablauf bei Taskwunder. Nachdem man sich bei Taskwunder angemeldet hat, also einen Account erstellt hat, wählt man die Task, also Aufgabe aus, die man gerne von einem Experten erledigen lassen möchte. Dabei sollte man schon möglichst genau beschreiben, was man fordert, damit man auch die richtigen Anwärter vorgeschlagen bekommt. Wenn man die Aufgabe eingereicht hat, erhält man eben die Vorschläge, die aus mehreren Experten bestehen. Anschließend entscheidet man sich für den passenden Freelancer, tritt gegebenenfalls nochmal in Kontakt, falls noch einige Details geklärt werden müssen, und man holt sich das Resultat ab. Falls man mit Hilfe von Taskwunder seine Webseite komplett neu aufsetzen oder verbessern möchte, um mehr Traffic zu generieren und mehr Verkäufe zu erzielen, der kann sich zunächst kostenlos analysieren lassen. Dafür gibt man seine Webadresse an Taskwunder, damit sie dieser durch einen Experten bewerten lassen können. Anhand dieser Ergebnisse bekommt man per E-Mail Empfehlungen zugesendet, wo man noch dran arbeiten könnte, um auf ein insgesamt besseres Ergebnis zu kommen. Im zweiten Schritt, IT-Setup, wird die Webseite optimiert, Landingpages erstellt, E-Mail-Marketing angebunden und so weiter. Darauf folgt der Content, also der Inhalt. Damit eine Webseite erfolgreich ist und im Google-Ranking stets weit oben aufgeführt wird, muss sie regelmäßig mit gutem Inhalt gefüllt werden. Bei Taskwunder kann man E-Books oder Artikel schreiben lassen und diese auf die eigene Webseite hochladen. Der letzte Schritt beinhaltet das Marketing. Bei Taskwunder stehen dabei vor allem Facebook, Google und das E-Mail-Marketing im Fokus. Das Angebot. Damit man einen besseren Eindruck von der Seite bekommt und was sie eigentlich anbietet, möchte ich einige Pakete kurz beschreiben. Generell kann man sagen, dass es Komplettlösungen, aber auch Einzellösungen gibt. Alle Preise, die ich nenne, sind ohne Steuern und können variieren, je nach Leistung. Affiliate-Marketing-Paket ab 397 Euro. Dieses Paket ist gemacht für Leute, die sofort als Affiliate-Marketer durchstarten möchten. Man bekommt einen Facebook-Blog, die Einrichtung von Affiliate-Links, der beliebtesten Digistore24-Produkte sowie ein Handbuch zum Thema Traffic. Das sind die Grundlagen des Affiliatens. Facebook als die Plattform, um sein Produkt zu bewerben, und mit dem Handbuch bekommt man noch einige Tipps und Tricks, wie man mehr Besucher auf seinem Blog bekommt und schließlich auch als Kunden gewinnen kann. Digistore24 ist ein bekannter Online-Shop, wo man die Auswahl zwischen verschiedenen Produkten hat, die man weiter vertreiben kann, um so eine Provision zu kassieren. Im Affiliate-Marketing steckt viel Potenzial und je mehr Zeit man dort investiert, um es erfolgreich zu betreiben, desto höher kann die Entlohnung ausfallen. Online-Business-Start-Paket ab 397 Euro. Wer sein eigenes Internetgeschäft aufbauen möchte, sich aber nicht lange an technischen Kram aufhalten will, der kann dieses Paket in Anspruch nehmen. Man bekommt hier eine fertige Webseite inklusive Blog und Landingpage, eine Anbindung zu Digistore24 sowie ein fertiges E-Book, um seine E-Mail-Liste schnell füllen zu können. Es ist ein Schnellstart ins Online-Geschäft, um bequem vom eigenen Sofa aus Geld zu verdienen. Man braucht lediglich noch ein Produkt, welches man verkaufen möchte. Neukundensystem für Unternehmen ab 499 Euro. Dieses Paket richtet sich an Unternehmer, die bereits ein Produkt sowie eine Webseite haben, aber noch mehr Neukunden brauchen. Hier erstellt Taskwunder eine Landingpage und richtet ein komplettes Google-Marketing-System ein. Das beinhaltet vor allem das Schalten von effektiven Kampagnen, also Werbung, auf Google.
AdWords Marketing Setup ab 297 Euro. Wer nur Werbung auf Google schalten möchte, der kann dies mit diesem Paket machen lassen. Dort erstellt ein Experte eine professionelle Kampagne, die angepasst an die Suchmaschine ist und eine große Reichweite garantiert. Für 100 Euro mehr bekommt man das gleiche nur optimiert für Facebook, also Facebook Marketing Setup. Neben diesen Paketen kann man aber auch eine kleine Aufgabe abgeben. Hier einige Beispiele. Online-Recherche, Übersetzung, Transcription, Videobearbeitung, Logo-Design, Übersetzung, professionelles Texten von Werbeanzeigen und Artikeln, Entwicklung und Programmierung, Projektmanagement und vieles mehr. Als Freelancer. Wenn man sich bei TaskWunder als Freelancer bewerben möchte, muss man zunächst sein Fachgebiet angeben. Daraufhin bekommt man Testaufgaben und ein Quiz zu dem Gebiet. Wenn man dies erfolgreich absolviert, kann man bei TaskWunder Jobs erhalten und dort Geld verdienen. Die Nutzung bleibt für den freien Mitarbeiter kostenlos und man bekommt noch eine Menge Trainingsmaterial zur Verfügung gestellt, um an seinen Skills zu arbeiten. Meine Erfahrungen mit TaskWunder.com. Ich habe mit TaskWunder schon die ein oder andere Kleinigkeit erledigen lassen, die mich selbst sonst Unmengen an Zeit gekostet hätten und wahrscheinlich im Endergebnis nicht so gut gewesen wären wie von einem Experten. Ich habe schon oft mir Texte übersetzen lassen, von Deutsch zu Englisch, da meine Artikel authentisch klingen sollen und ich bei TaskWunder einen Muttersprachler gefunden habe, der genau weiß, was man sagen kann und was nicht. Neben den Übersetzungen habe ich noch diverse Grafiken erstellen lassen, darunter unter anderem mein Logo und andere Designs für meinen Blog. Bisher war ich damit immer zufrieden und bin dann meistens bei dem gleichen Mitarbeiter geblieben, da es dann einfacher ist. Insgesamt bin ich super zufrieden mit den Dienstleistungen von TaskWunder. Die Preise sind fair und ich habe meine Sachen immer pünktlich bekommen. Wenn ich mal etwas zu beanstanden hatte, was meistens nur Kleinigkeiten waren, wurde es in meinem Sinne korrigiert. Ich kann es jedem nur empfehlen, da man dort Expertin für jeden Aufgabenbereich findet, die Top-Resultate abliefern. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.